Die Kämpferin der unerschütterlichen Gerechtigkeit hatte Yuan zu Huan geführt und ihr erzählt, dass die hohen Lehrmeister ins Land der tausend Träume vorgedrungen seien, um sie und ihren Vater zu suchen. Huan, du bist nicht mein Vater, sagte Yuan. Ich habe dich wie meine Tochter aufgezogen, doch du bist in Wahrheit die Prinzessin und dein Vater, der Kaiser, lässt dich verfolgen wegen deiner blauen Augen. Yuan, ich muss dich schützen und wir haben nicht viel Zeit. Huan bat seine Stieftochter, ihm zu vertrauen und sich aufzustellen, denn er würde jetzt um sie den Schutzschild der Drachengötter ziehen.